Was macht Lux Agency und wer ist Max Bohrer? Ich bin Max Bohrer, Gründer von Lux Agency und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Alain Daniel und unserem fünfköpfigen Team helfen wir OnlyFans-Models, ihren Account zum Wachsen zu bringen und zeigen Leuten, die ihre eigene Agentur aufbauen wollen, wie das geht und wie sie damit innerhalb von 3 Monaten auf über 10.000 im Monat kommen. Wir haben innerhalb des letzten halben Jahres mit über 10 Models zusammengearbeitet und ich habe dir hier in diesem Video 3 spannende Case Studies mitgebracht, die dir zeigen, was auf der Plattform OnlyFans möglich ist. Das erste Model, um das es geht, ist das Model Sarah. Mit Sarah haben wir komplett von Null gestartet. Wir haben innerhalb der ersten 4 Tagen über 2.500 Dollar generiert. Sie hatte sich schon lange vor der Zusammenarbeit über die Plattform OnlyFans informiert, war sich aber noch unsicher, ob das dann wirklich so einfach in der Praxis funktioniert, wie sie es in YouTube-Videos gesehen hat, war sich unsicher, wie sie an die richtigen Kunden kommt. Und deswegen haben wir es hier wie folgt gemacht. Unsere Aufgabe war die komplette Vermarktung auf der Plattform OnlyFans. Ihre Aufgabe war es, Content zu produzieren für OnlyFans, war es Instagram zu machen nach unseren Strategien und war es TikTok zu machen nach unseren Strategien. Durch TikTok, durch Instagram haben wir genug Traffic generiert, ihn konvertiert und über 2.500 Dollar in 4 Tagen gemacht. Das ist ein absolutes Paradebeispiel, was mit einem Model möglich ist, auch wenn man von Null startet und alles von vornherein richtig macht. Die zweite Case Study handelt sich um ein Model namens Adriana. Mit Adriana wirst du auf diesem Kanal noch Interviews und Testimonials sehen. Also lass auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen. Adriana war auf einem Monatsumsatz bereits von ca. 30.000 Dollar pro Monat. Ihr Problem war nicht das Thema Traffic generieren. Im Bereich Traffic Generierung ist sie sehr gut, nach wie vor. Das große Problem hierbei war, diesen Traffic auch zu konvertieren. Das bedeutet, aus den Abonnenten auf OnlyFans mehr Geld herauszuholen. Darauf lag unser absoluter Fokus in dieser Zusammenarbeit, die Chats zu optimieren. Und diese kleine Stellschraube hat dafür gesorgt, dass der Account von 30 auf 70.000 Dollar gewachsen ist innerhalb von 2 Monaten und sie nach diesen 2 Monaten top 0,23% aller Creator auf der Plattform OnlyFans war. Des Weiteren haben wir bei Adriana 2 Optimierungen getroffen, um einmal Sachen besser zu monetarisieren und um auch Offline-Produkte, ich spreche hier von Shirts, Socken, Kalendern anzubieten. Auch das hat den Umsatz weiter erhöht. Das bedeutet 2 Monate voller Fokus auf die Chats plus 2 Optimierungen von 30 auf 70.000 hoch. Endresultat, sie war unter den 0,23% aller Creator. In der dritten Case Study geht es um ein Model namens Luna. Das ist einer meiner Lieblings-Case Studies, weil Luna seit 1,5 Jahren schon OnlyFans macht. Sie war bei unterschiedlichen Agenturen, war nie wirklich zufrieden, weil diese Agenturen oft nicht das Versprechen gehalten haben, was sie gegeben haben. Zum Start unserer Zusammenarbeit vor circa 4 Monaten war sie bei 6.000 Monatsumsatz. Was wir geschafft haben, ist, wir haben innerhalb von 8 Wochen ihren Umsatz vervierfacht. Das bedeutet von 6 auf über 24.000 innerhalb von 8 Wochen. Was wir hier gemacht haben, ist wie folgt. Weil ihr Problem war auch, dass sie keinen Bock hatte, super viel auf Instagram zu sein, super viel auf TikTok zu sein. Wir haben hier einmal eine Methode gefunden, Traffic zu generieren ohne TikTok und ohne Instagram. Des Weiteren haben wir Skripte, Verkaufsskripte implementiert und haben den Feed so optimiert, dass die Kundenbindung maximiert wird. Durch diese Stellschrauben haben wir es geschafft, ihren Umsatz zu vervierfachen innerhalb von 8 Wochen. Jetzt ist vielleicht die große Frage, kannst du das auch? Kannst du auch deinen Account so zum Wachsen bringen oder wenn du ein Agenturinhaber bist, schaffst du es, deine Models so zum Wachsen zu bringen? Wenn du die richtigen Strategien befolgst, dann ist das ein Kinderspiel. Du musst 3 Punkte beachten. Punkt 1 ist das Thema Traffic. Was für Traffic kommt da auf dein OnlyFans? Woher generierst du den Traffic? Ist dieser Traffic zahlungskräftig? Punkt 2 ist das Thema Feed. Weißt du, wie du den Feed so aufbaust, dass die Kundenbindung maximiert wirst? Punkt 3 ist das Thema Chats. Schreibst du willkürlich mit jedem oder gehst du hier mit Strategien und mit Skripten vor? Du hast jetzt genau 2 Optionen. Option 1 ist, du versuchst es selber, du schaust dir unzählige Videos an, versuchst dir selber was zusammenzubasteln, läufst dann die Gefahr, dass du Kunden verkraulst und dass du Models verkraulst. Oder Option 2 ist, du arbeitest mit jemandem zusammen, der weiß, wie es funktioniert, der es schon mehrfach in der Realität bewiesen hat. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schreib mir auf Instagram. Mein Instagram ist hier eingeblendet. Du kannst gerne ein Gespräch mit jemand aus meinem Team führen und wir können schauen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. We'll be right back.